Klimakonferenz in Dubai. Das waren fast 100.000 Teilnehmer, Privatjets, viel Hickhack, aber auch eine höchst interessante Entwicklung. 22 Länder haben sich dort überraschend zu einer Atomkoalition zusammengeschlossen. Ziel: Verdreifachung der Atomkraft bis 2050. Darunter die USA und auch 13 europäische Länder. Deutschland natürlich nicht. Deutschland möchte als Industrieland keine Atomkraft und bald auch keine fossile Energie mehr. Der Wohlstand soll allein mit Erneuerbaren gehalten werden, denen jetzt dummerweise das billige russische Gas als Backup fehlt. Kann das funktionieren? Nein, sagt mein Gast und ist sich sicher, es wird eine weltweite Renaissance von Kernkraft geben, mit neuen Generationen von Werken. Und was ist mit Sicherheit und Müll? Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Björn Peters. Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Physiker und Energieökonom und haben Ihre Karriere als Managementberater bei McKinsey begonnen. Dann waren Sie im Management verschiedener DAX-Konzerne und haben dort wirtschaftliche und strategische Bewertungsmethoden entwickelt. 2016 haben Sie Peters Coal gegründet, ein privates Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf Rohstoff-, Finanz- und Energiemärkte spezialisiert hat. Sie beraten Politiker in Fragen von Nachhaltigkeit und Energiestrategie und sind Mitbegründer und seit 2021 Finanzchef beim kerntechnischen Startup Dual Fluid Energy in Kanada. Nach eigenen Angaben emissions- und ressourcenarm und die nächste Stufe von Kernenergie. Außerdem sind Sie Ressortleiter Energie und Mitglied des Bundesvorstands Deutscher Arbeitgeberverband. So. Bei der Klimakonferenz in Dubai haben sich 22 Staaten recht überraschend mit dem Ziel verbündet, die Atomkraft bis 2050 zu verdreifachen. Deutschland fehlt. Können Sie das verstehen? Es entspricht der inneren Logik, die wir hier in Deutschland schon lange pflegen, dass wir eine Energiewende betreiben, die auf Kernenergie verzichtet oder glaubt, dass man mit Kernenergie eine erfolgreiche Energiewende betreiben kann. Ich will es mal noch schärfer formulieren. Und damit sind wir natürlich ganz klar in der Minderheit, aber man sieht auch, dass die meisten G7-Staaten mit Teil der Allianz sind, auch Japan, wo der Reaktorunfall passiert ist, der bei uns zum endgültigen Ausstieg geführt hat. Aber das ist bei uns offensichtlich sehr tief in den Genen drin. Ja, aber es klingt seltsam. Die deutsche Regierung will einerseits raus aus den Fossilen und zwar ganz bald, stellt sich andererseits ganz klar gegen Atomkraft. Kann dieser Plan funktionieren, allein mit erneuerbaren Energien und ohne billiges russisches Gas als Backup? Nun, die Strategie der Bundesregierungen seit 25 Jahren schon und alle Regierungsparteien haben das seither fortgesetzt, ist Energieverbrauch zu verteuern. Wir haben damals die Ökosteuer aus Benzin eingeführt, die Stromsteuer mit 2 Cent pro Kilowattstunde, eine ganze Reihe von Kosten dem System aufgebürdet, um relativ gesehen die sehr hohen Kosten eines Energiesystems, das auf wetterabhängigen Formen von Energie basiert, eben günstiger erscheinen zu lassen. Und das fällt uns im Moment auf die Füße. Wir haben schon 2021 erhebliche Kostensteigerungen gehabt, aber die Industrie wandert jetzt so langsam ab. Gestern kam, glaube ich, irgendwo, dass Audi sämtliche Leiharbeitsverträge gekündigt hat. Einige Firmen haben jetzt auch schon gesagt, sie schließen ihre Werke in Deutschland. Dieses System ist einfach nur dann aufrechtzuerhalten, wenn andere Staaten mitmachen. Aber warum sollten sie mitmachen? Weil jeder, der auf preisgünstige Energie weiter setzt, und das heißt nun mal hauptsächlich heutzutage fossile Energieträger und auch Kernenergie, wird gegenüber unserer Strategie immer gewinnen wirtschaftlich. Und deswegen, es kann nicht gut gehen und es wird auch nicht gut gehen. Es wird auch noch eine große Änderung geben in den nächsten Jahren, auch in Deutschland. Wenn sich nichts ändert, was ist Ihre Prognose für den Industriestandort Deutschland in ein paar Jahren? Nein, die wirtschaftliche Situation wird sich mit per Ansage deutlich verschlechtern. Wir haben eben Politik gemacht, hohe Preise.
Das setzt sich auch in die EU rein fort, wo Deutschland eben auf sehr hohe CO2-Preise drängt. Und das, also ich glaube einfach nicht, man kann das nicht linear fortschreiben, sondern es wird sehr bald irgendwie auch einfach knallen. Die Leute werden sich das nicht mehr bieten lassen. Wir haben hier so eine Politik im Moment auch, wo immer noch mehr Kosten jetzt aufgebürdet werden. Heute kam raus, dass die Bundesregierung die CO2-Preise noch stärker anziehen lassen möchte und die Entlastungen umgekehrt streicht, weil sie dafür Schulden machen müsste. Aber ich meine, erst die Energiekosten künstlich zu erhöhen, zum Beispiel auch durch den Atomausstieg, und dann aber die Härten irgendwo per Steuergelder abzufedern, das ist eine Strategie, die ist nicht nachhaltig. Sie wird deswegen auch nicht funktionieren und es wird in den nächsten 2-3 Jahren dort auch große Veränderungen geben. Das heißt, meine Prognose ist etwas hoffnungsfroher, als wenn man das heutige Bild hier einfach linear fortsetzen würde. Sie glauben, dass Deutschland wieder in die Atomkraft zurückgeht? Ich meine, Bayerns Ministerpräsident Söder, der ja einer der treibenden Kräfte zum Atomausstieg war, der sagt jetzt, wenn die Union die nächsten Bundestagswahlen gewinnt, soll es eine Verlängerung der Kernenergie geben. Kann man denn diese abgeschalteten Kernkraftwerke überhaupt wieder ans Netz bringen? Grundsätzlich immer, das ist nur die Frage des Aufwands. Es ist rechtlich, das ist das geringste Problem, technisch ist es ein gewisser Aufwand, je stärker die Atomkraftwerke schon zurückgebaut wurden. Aber man darf nicht vergessen, sie waren am 31.12. bzw. 21 beziehungsweise jetzt am 15. April 2023 waren sie in dem allerbesten Zustand. Andernfalls hätten sie gar nicht betrieben werden dürfen. Das heißt, man beginnt den Rückbau von einem sehr, sehr hohen Niveau. Und außerdem beginnt der Rückbau auch nicht sofort. Die Brennelemente, die drin sind, sind anfänglich sehr heiß durch die sogenannte Nachtzerfallswärme. Und es sind die radioaktiven Spaltprodukte, die am Anfang eine sehr große Wärmeleistung abgeben. Das heißt, man kann an die Brennelemente gar nicht so einfach ran und den Reaktor zerstören. Man muss eine Weile warten und das ist die Chance. Also wenn wir, je schneller wir wenigstens ein Rückbaumoratorium bekämen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einigermaßen vernünftigen Kosten die Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen kann. Und es geht dabei um bis zu 8 Kernkraftwerke, auch 2, die schon länger abgeschaltet worden sind, wie Philippsburg und Krümmel, sind grundsätzlich rückholbar. Wie gesagt, ist immer eine Frage des Aufwands. Erst die anderen, ich glaube, 22 oder 20, die jemals gebaut worden sind, die sind schon so weit zurückgebaut, das wäre quasi ein Neubauprojekt. Sie beraten ja auch Politiker und kennen da einige. Was hören Sie denn zu dem Thema, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand? In der CDU hat, glaube ich, ein ziemlich großes Umdenken eingesetzt in den letzten 12 Monaten. Leider viel zu spät. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass schon weit davor man mal ernsthaft über das Energiesystem nachgedacht hätte. Aber ich nehme das jetzt der Führungsmannschaft um Friedrich Merz, die Julia Klöckner habe ich neulich gesprochen, den Jens Spahn, die ganze Führungsriege hatte jetzt auch am Montag ein Papier veröffentlicht, in dem ganz klar steht, nicht nur wir beenden den oder wir verlängern wieder mal die Laufzeit von den Kernkraftwerken, das war nämlich noch die Sprachregelung von vor wenigen Monaten, sondern wo es wirklich darum geht, einen dauerhaften Wiedereinstieg in die Kerntechnik zu betreiben, eben mit diesen ganzen anderen zivilisierten Ländern des Westens zusammen. Und das nehme ich denen ab. Und dann haben wir eine Debatte in der FDP. Ich weiß, dass ich im letzten Bundestag als der Atompeters verschrien war unter den Mitarbeitern der Abgeordneten, weil ich eben schon damals darauf hingewiesen habe, dass wir da umdenken müssen. Aber da ist es ein bisschen schwierig für die FDP, weil sie eben in der Ampel ist mit 2 sehr krass atomfeindlichen Parteien. Und bei den, also sie hat ja, Christian Lindner hat immer wieder mal vorsichtige Ansätze gefahren, um die Kernkraft wieder zurückzubringen ins Spiel, gerade auf nach diesem Wort der Zeitenwende, wo wir dann sagen müssen, wir müssen wirklich was verändern.
Aber Scholz hat es dann Anfang September eben abgebügelt mit diesem Wort, dass die Kernkraft in Deutschland ein totes Pferd sei, was wahrscheinlich sogar stimmt, aber es wiehert halt noch sehr kräftig in allen anderen Ländern der Erde. Na gut, und dann haben wir bei den Grünen eben absolut gar keine Ansprechpartner für so eine Position. In der SPD interessanterweise schon, also da kenne ich zumindest zwei Bundestagsabgeordnete, aber die sind dort auch die eher Außenseiter, die sich eine Renaissance der Kernkraft vorstellen können, eben gerade mit dem, das sind dann Leute, die eher so aus der traditionellen Arbeiterschaft kommen den Wert der Arbeit eben hochhalten. Und das war sozusagen die Art die SPD, die auch in den 70er Jahren ja den Ausbau der Atomenergie ganz massiv betrieben hat. Oh, da müssen wir aber schon alt sein, wenn man sich die neue SPD so anschaut. Ein Argument gegen Atomkraft ist ja, sie sei nicht sicher. Beispiele Tschernobyl und Fukushima. Was sagen Sie? Jeder kennt die drei Unfälle der Atomtechnologie. Und nichts beweist die Sicherheit der Kernkraft besser als das. An wie viele Flugzeugabstürze können Sie sich erinnern? Es gab eben Tausende. Und natürlich können Sie sich nicht an alle erinnern. Bei der Kernkraft waren es genau drei. Und nach den Zahlen vom Weltstrahlenschutzrat gab es insgesamt noch keine 60 Tote dabei. Also in Harrisburg keinen, in Fukushima letztlich nur einen, ein Raucher, der 3 Jahre später an Lungenkrebs verstorben ist und wo der dann eine Entschädigung bekommen hat, dass es angeblich ein Strahlenunfall gewesen sei, was man glauben kann oder auch nicht. Und bei Tschernobyl waren es eben genau 56 Arbeiter plus ein hochgerechnetes Risiko von Schilddrüsenkrebs. Erkrankungen, der aber eigentlich auch sehr gut heilbar ist und wo man dann auch vielleicht nochmal 200 Tote statistisch kommen kann. Die leben aber teilweise, die meisten von denen leben noch und werden erst so in dem Lauf der nächsten Jahrzehnte sterben. Also wie gesagt, das ist die sicherste Technologie, wenn man das zum Beispiel auch vergleicht mit den Tausenden von Kohletoten, die es jedes Jahr im Kohlebergbau gibt. Also das sind bei uns die Maßstäbe komplett verrückt. Die Kerntechnik ist die sicherste der Großtechnologien, also auf einer Ebene wie mit Photovoltaik und Windkraft. Aber es ist nichts, was besonders gefährlich ist. Ein weiteres Problem, was immer kritisiert wird, ist ja der Müll. Also wie lösen das die neuen Generationen von Kernkraftwerken? Also erstens, das Problem ist ein Problemchen, weil es sind winzige Mengen. Wenn Sie schauen, in der Schweiz zum Beispiel lagert sämtlicher produzierter Atommüll in einer kleinen Industriehalle. Und also es sind wirklich ganz kleine Größenordnungen. In Deutschland haben wir 11.000 Tonnen abgebrannte Brennelemente. Und die haben zusammen... Da suchen wir ja immer noch endgültige Lagerplätze. Und dafür suchen wir jetzt einen endgültigen Lagerplatz. Aber das ist gerade mal die Größe von einem Olympiaschwimmbecken. Also das ist wirklich, und zwar eines, also nicht 100 davon, sondern nur ein einziges brauchen wir. Und wir hatten ja auch schon mal ein fast fertig exploriertes Endlager, das war Gorleben. Und es war eben Jürgen Trittin, der heute oder gestern bekannt gegeben hat, dass er endlich aus der Politik ausscheiden wird. Das war nämlich seine allererste Amtshandlung damals, den fertigen, aber noch nicht veröffentlichten technischen Bericht zur Eignung von Gorleben zu streichen, zurückzuhalten und zu vernichten. Also wir hätten überhaupt kein Problem damit, wenn Trittin oder wenn damals die Grünen nicht gewonnen hätten und nicht in die Regierung gekommen wären. Aber tatsächlich, einige der neuen Reaktorkonzepte wollen auch das Uran komplett umsetzen, also rückstandsfrei, was nicht ganz stimmt. Also natürlich, die Spaltprodukte bleiben erhalten, aber auf die muss man dann halt eben nur noch 300 Jahre aufpassen, bis die das Niveau des Ausgangsmaterials erreicht haben und keine 300.000 Jahre mehr. Und das ist also schon qualitativ ein riesengroßer Unterschied. Weil bisher bei den Brennstäben immer nur ein Teil des Urans verbrannt wurde, ne? Genau, also man hat erstmal die Anreicherung des Urans und dabei gehen schon mal 80% verloren, teilweise noch mehr.
je nach Anreicherungsgrad. Und dann werden in den Brennelementen nur ungefähr 5% des Brennstoffs genutzt. Und der Rest geht dann eben in die Deponie oder wie auch immer, in das Endlager. Und das ist eben auch genau der Grund, warum Brennelemente erstmal relativ gefährlich sind, weil eben die meiste Energie noch drinsteckt. Tatsächlich ist diese, kann man mit dieser Gefahr hervorragend umgehen. Es gibt in der gesamten Geschichte der friedlichen Kernenergienutzung, ich habe wirklich viel rumgefragt, auch meine Freunde im Ausland, es gibt kein einziges Beispiel, wo irgendein Mensch durch Atommüll zu Schaden gekommen ist. Kein einziges. Also man schließt das dann in ein entsprechendes Behältnis ein. Das ist einfache Physik, das zu berechnen. Und dann kann man da auch mit einem schwangeren Babybauch sich da eine Nacht lang dort übernachten, ohne sich irgendeiner Gefahr auszusetzen. Es ist wirklich ganz wesentlich es ist eher ein Kommunikationsdesaster, dass die Leute glauben, dass das so gefährlich sei. Okay. Welche unterschiedlichen Ansätze gibt es denn jetzt bei der Entwicklung neuer Kernkraftwerke? Man spricht ja von dritter, vierter, fünfter Generation. Es gibt eigentlich vor allem zwei große Stilrichtungen, also die Entwicklungsrichtungen. Das eine ist, dass wir sehr viele Start-ups im Moment oder auch große Firmen haben, die eine 1950er-Jahre-Technik, die des Druckwasserreaktors oder Siedewasserreaktors perfektioniert und auch versucht, in eine industrielle Serienproduktion zu bekommen. Das ist sowas wie Rolls-Royce zum Beispiel macht das. Und Rolls-Royce kommt ja aus dem Flugzeugbau. Die bauen sonst also Tausende von Flugzeugmotoren jedes Jahr. Sie sind es gewöhnt, in einem hochregulierten Umfeld zu arbeiten. Und deswegen traut man ihnen halt auch zu, dass sie auch Kernkraftwerke sicher und in Serie bauen können. Und durch die hohe Stückzahl sollen dann die Kosten runterkommen. Dann gibt es noch den zweiten Ansatz. Das sind das sind Generation 4 und 5 Kernkraftwerke, zu denen ja auch Dual Fluid zählt. Und da wird in der Regel flüssiger Brennstoff verwendet. Und Kernkraftwerke mit flüssigem Brennstoff haben ganz wesentliche Vorteile. Die Kernreaktion kontrolliert sich selbst. Also es ist viel einfacher, den idealen Betriebszustand zu erreichen. Und zweitens wird dort ein wesentlich höherer Teil des Atommülls verbrannt. Und deswegen, oder des Brennstoffs genutzt. Also der Atommüll wird wiederum zur Energieerzeugung genutzt. Ganz genau. Und also es gibt auch Kollegen, so Moltex oder Copenhagen Atomics, die nennen ihren Reaktor den Waste Burner. Also die verbrennen auch den Atommüll auf. Und bei Dual Fluid haben wir das halt perfektioniert. Also wir wollen sehr nah an das physikalische Optimum rankommen, wie man Kernkraft überhaupt nutzen kann. Und wir erreichen das, indem wir flüssiges Metall sogar haben. Also die meisten anderen alle anderen mit flüssigem Brennstoff nutzen Salze, Uransalze. Und wir wollen also flüssiges Metall verwenden und mit Blei kühlen. Das zusammen gibt das die höchste Energiedichte und das schnellste Neutronenspektrum. Und das klingt erstmal abstrakt, aber dieses schnelle Neutronenspektrum, diese hohe Energie in den Neutronen sorgt dafür, dass eben noch viel schneller die Spaltprodukte und zerschossen werden zu etwas, was dann nicht mehr lange strahlt. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und Kritiker sagen, Flüssigbrennstoffreaktoren seien keine neue Idee. Sie gäbe es schon seit den 1950er Jahren, aber kommerziell hätte sich noch kein Konzept bewährt. Das ist richtig. Also Alvin Weinberg hat im Wesentlichen den Salzschmelzreaktor oder MSR, Molten Salt Reactor, entwickelt. Der wurde allerdings aufgegeben, trotz großer Vorteile, weil man damals eine militärische Entscheidung getroffen hat, nämlich die Leichtwasserreaktoren, mit denen konnte man prinzipiell auch Plutonium erbrüten. All das braucht man heute nicht mehr. Also wenn man heute Atombomben haben will, dann siehe Iran, dann baut man Urananreicherungsanlagen, also baut eine Uranbombe, nicht eine Plutoniumbombe. Das hat sich also erledigt, aber es war halt vor allem eigentlich parallel im Westen und im Osten, wo man auf die
eigentlich weniger optimale Technik gesetzt hat. Und die Forschungsgelder wurden schlichtweg gestrichen für den Salzschmelzreaktor. Aha, also kommerziell würde sich das schon lohnen, die neuen Generationen, meinen Sie? Man sollte es auf jeden Fall mal nicht verbieten, weil wenn man etwas beginnt, dann weiß man ja noch nicht, wie es dann mal voll optimiert aussieht. Also wir sind eigentlich angetreten bei Dual Fluid, um den Salzschmelzreaktor nochmal komplett zu optimieren. Unsere Entwickler haben sich 27.000 Seiten der Dokumentation über Alvin Weinbergs Experiment durchgearbeitet und also alles verwendet. Es gibt einige Herausforderungen bei Materialien, bei Sicherheitsmerkmalen und. Und das haben die versucht, alles aufzuarbeiten, sodass wir jetzt also sogar bei uns von der fünften Generation sprechen, im Verhältnis zur vierten Generation der fast noch nicht ausprobierten Reaktorkonzepte. Aber es ist noch Theorie. Sie haben es noch nicht in der Praxis probiert, ne? Es gibt noch keinen Prototypen, oder? Also von Salzschmelzreaktoren, da gab es schon welche. Wie gesagt, die wurden dann in den 60er oder Anfang der 70er, glaube ich, abgeschaltet. Ein von Dual Fluid. Aber Dual Fluid, wir sind jetzt gerade dabei, Geld einzusammeln und wir wollen dann mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag, brauchen wir leider, um dann zum ersten Mal ein Reaktorexperiment durchzuführen. Das ist der logische Entwicklungsschritt bei einem Kernreaktor, wenn man ein ganz neues Prinzip vorschlägt, dass man das erstmal experimentell bestätigt. Und wir brauchen auch die Daten aus dem Reaktorexperiment, um nachher die Lizenzierung von dem Großreaktor dann zu erreichen. Mhm. Also ich habe gelesen, in Ruanda möchten Sie einen Demonstrationsreaktor bauen. Mhm. Und dann habe ich parallel bei Wikipedia gelesen, der Prototyp soll 6 Milliarden Dollar kosten. Ist das richtig? Welcher Prototyp? Prototyp von Dual Fluid, von einem Reaktor. Wikipedia, also ich frage. Also die Zahl stammt nicht von uns, aber es wird schon, in der Größenordnung ist es schon so, wir haben nur andere Pläne. Also wir wollen nicht einen Reaktor bauen und per Prototyp entwickeln, sondern wir wollen gleichzeitig den Reaktor und die Serienfertigungsanlage entwickeln. Das wird nochmal teurer. Also man redet, man muss einfach bereit sein, einen kleinen zweistelligen Milliardenbetrag aufzuwenden. Und das ist so groß. Aber dafür können wir dann auch Dutzende Reaktoren pro Jahr herstellen und sehr, sehr schnell skalieren. Also wir tun alles, um die Kosten runterzukriegen und die Mengen hoch. Weil wenn Sie sich anschauen, was global los ist, die Welt braucht viel, viel mehr Energie. Wir haben unzählige Länder, gerade in Afrika, also bei uns ist Afrika ein sehr attraktiver Zielmarkt, gibt es unzählige Länder, die in Energiearmut leben. Auch Ruanda hat zum Beispiel einen Pro-Kopf-Stromverbrauch, der ungefähr ein Faktor 100 unter dem deutschen liegt. Jetzt haben die natürlich auch keinen Heizbedarf im Winter, das ist gutes Klima und es ist auch nicht so heiß, dass man Klimaanlagen bräuchte. Also das fällt da, dieser Wärmeteil fällt weg, aber trotzdem, das ist schon eine ganze Menge an Unterschied. Und der Präsident dort hat jetzt gerade speziell Ruanda, aber das gilt mit Sicherheit auch für die Nachbarstaaten, hat vor ein paar Jahren gesagt, er möchte, dass der Pro-Kopf-Energieverbrauch sich bis 2040 dort verzwanzigfacht. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Energiequellen kommen überhaupt dafür in Frage, mit den Fossilen klappt das auch nicht. Also selbst wenn man die jetzt völlig unproblematisch ansehen würde, aber die Infrastrukturaufwendungen sind ähnlich hoch, als würde man gleich auf dieses Leapfrogging, was Afrikaner zum Beispiel gemacht haben bei der Telekommunikation, also dass sie das Festnetz überspringen, direkt auf die Handytelefonie gehen. Das werden viele dieser Staaten auch machen, indem sie die Fossilen mehr oder weniger überspringen und direkt auf Kernkraft gehen, als die Technologie halt der nächsten Jahrhunderte. Oder Solarenergie. Solarenergie funktioniert dort nicht so gut. Man vergisst es manchmal, dass es dort lange Regenzeiten gibt, wo die Solaranlagen halt wenig liefern und nachts sowieso nicht. Also Solarenergie ist hübsch, wenn man das auf dem Haus hat und mit einem kleinen Speicher eine Anmutung von Autarkie bekommt und Selbstversorgung.
Aber wenn man eben wirklich Industrie aufbauen möchte, braucht man eben 24 Stunden Energie. Und in Ländern wie Südafrika habe ich mal mit einer Kollegin, die auch im Energiebereich arbeitet, gesagt, also für die ist das emotional Fake Energy. Die wetterabhängigen Energien, Solar- und Windenergie, sind für die Fake Energy. Und man darf nicht vergessen, gerade Südafrika, das ist ja eines der entwickelteren Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Die aber dauernd Stromausfälle haben. Ne? Ständig Stromausfälle haben, was dort 3-5% des Bruttosozialprodukts kostet. Und das ist etwas, was uns möglicherweise auch bevorsteht, wenn wir immer mehr auf wetterabhängige Energien setzen. Aber für Afrika ist es absolut kein Vorbild. Also die wollen zuverlässige Energiequellen. Und zwar alle Regierungsvertreter, mit denen ich bisher zu tun hatte, aus allen Ländern dort, die wollen nach vorne denken und sie brauchen deswegen zuverlässige Energiequellen und wetterabhängige sind das halt nicht. Wenn Sie für Ihre Forschung einen kleinen zweistelligen Milliardenbetrag brauchen, um Dual Fluid, also zur Serienreife zu bringen, wer kann das zahlen? Wer finanziert das? Sind das Staaten oder sind das private Investoren? Gut, wir sind jetzt noch nicht in der Finanzierungsrunde, aber es ist, wir können darstellen, dass auch diese Gelder später eine sehr attraktive Finanzanlage sind, weil dieser Betrag uns ermöglichen wird, sehr schnell in sehr hohe Umsätze zu kommen und weil die Energie, weil die Grenzkosten der Herstellung eines Kraftwerks bei uns sehr niedrig sind, können wir damit auch eine hohe Umsatzrendite erzielen. Das heißt, das ist wirklich gut angelegtes Geld. Und wenn man das vergleicht, also wir brauchen noch nicht mal ein Jahr EEG-Förderung, um einmal hochzukommen auf diese Stückzahlen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass wir private Investoren finden. Und wann sollen die ersten Reaktoren einsatzbereit sein? Also der Experimentalreaktor, den wollen wir im Jahr 2026 die erste Kritikalität erreichen. Das ist der Begriff dafür. Den ersten Prototypreaktor, der sollte dann so ungefähr 4 Jahre später ans Netz angeschlossen werden können. Und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Ne? Und dann eben nochmal 2, 3, 4 Jahre für den Aufbau der Serienproduktion. Was ist für Sie eigentlich die Zukunft der Kernkraft? Große Werke wie bisher oder kleine? Beides. Also große Stromnetze brauchen große Reaktoren. Also es wäre sinnlos, so ein ISA 2 durch 10 kleine Kraftwerke a 150 Megawatt zu ersetzen, sondern da ist ein großer Verbraucher und an dem großen Verbraucher steht dann am besten auch ein großes Kraftwerk. Umgekehrt gibt es auch sehr viele Netze, die ein bisschen kleiner sind, wo zum Beispiel Estland bewirbt sich gerade darum, einen Kernreaktor bauen zu können, aber die brauchen mehrere Kernkraftwerke, weil sie haben einen Durchschnittsverbrauch von ungefähr 1,1 Gigawatt, also 1100 Megawatt, da kann man nicht ein großes Kraftwerk, das 100% des Durchschnittsverbrauchs hinstellen, weil das muss ja auch mal in Wartung, dann ist es weg. Also für die ist es viel rationaler, mehrere, vielleicht 5 oder 6 kleine Kernkraftwerke von vielleicht 300 Megawatt jeweils sich hinzustellen und damit dann die Stromversorgung sicherzustellen. Und auch wenn man sich so das Umsatzpotenzial anschaut, weltweit gesehen, entfällt ungefähr 1/3 der Standorte auf die Großkraftwerke. Also das ist immer noch, wir reden immer noch von einem hohen Billionenbetrag insgesamt. Also das ist ein sehr, sehr großer Markt, der Energiemarkt. Und die kleinen Reaktoren ungefähr 2/3. Bill Gates baut ja auch Reaktoren, kleine. Was ist das für eine Technologie und wie muss ich die einordnen? Ja, das ist auch ein Salzschmelzreaktor. Also das ist ein bisschen ähnlich. Wie klein sind die? Sind das auch so im Bereich, ich weiß es gar nicht so ganz genau, so 200-300 Megawatt werden die haben. Hat noch zusätzlich die Idee, dass man einen großen Salzpuffer, also Wärmepuffer, noch mit aufnimmt und dann die Stromerzeugung dadurch ein bisschen flexibler macht.
Das kann ich ökonomisch nicht so ganz nachvollziehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob er da wirklich gut gerechnet hat, ob das das Optimum ist. Aber das müssen muss der Finanzchef dort entscheiden. Glauben Sie eigentlich, dass Atomkraft die weltweit wichtigste Energiequelle werden kann in der Zukunft? Natürlich. Und zwar gerade mit den Brutreaktoren, also denjenigen, die 100% vom Uran nutzen, kann man die Weltenergieversorgung noch für hunderte Millionen Jahre sicherstellen, weil genügend Uran da ist. Wir brauchen also wenn jede Energie, die wir brauchen, also auch die für Kraftstoffe, für Heizung, für Industriewärme, wenn wir sämtliche Energie aus Brutreaktoren gewinnen könnten, bräuchten wir nur sowas wie 30.000 Tonnen Uran dafür pro Jahr. Und in den Weltmeeren sind noch 4,5 Milliarden Tonnen Uran aufgelöst. Und es gibt auch Verfahren, um das sehr kostengünstig da rauszuholen. Und gleichzeitig werden über die Flüsse jedes Jahr so eine Größenordnung 30.000 bis 40.000 Tonnen in die Weltmeere eingetragen. Das heißt, Uran ist eine buchstäblich erneuerbare Ressource. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht, dass ich glaube, dass es irgendwann mal zu einer Welt kommt, wo wirklich sämtliche Energie aus dem Uran kommt. Wir entwickeln ja, wenn man jetzt sehr langfristig denkt, wird es immer noch Anwendungen geben, wo Solarenergie günstig ist. Für die Windenergie habe ich nicht ganz so große Hoffnung, aber auch Wasserkraft und dann eben Kernfusion, der andere Teil der Kerntechnik, wird sich ja hoffentlich auch irgendwann mal entwickeln, sodass es in ein paar Jahrzehnten zur Verfügung steht. Ja, da möchte Markus Söder, glaube ich, auch Geld in Forschung investieren. Wie könnte Kernkraft denn den Energiepreis in den nächsten 10 Jahren beeinflussen oder sagen wir mal in den nächsten 20, 30 Jahren? Also die Atomkoalition, die sich gerade auf der COP28 zusammengeschlossen hat, die will ja eine Verdreifachung bis 2050. Ist das realistisch und wird dann Energie wesentlich billiger? Ja, also ich habe letztes Jahr einen Fachartikel geschrieben in einer energieökonomischen Zeitschrift, wo ich vorgerechnet habe, dass der Erhalt von 6 Kernkraftwerken zu den damaligen Konditionen, das war Mitte 22, waren das auch ein bisschen Ausnahmekonditionen, aber das Potenzial hätte, den Börsenpreis für Strom zu halbieren. Es geht also um ganz wesentliche Größenordnungen. Und es kann sein, die Rechnungen sind relativ aufwendig, ich konnte die jetzt noch nicht nachvollziehen, aber es geht auf jeden Fall um einen deutlich zweistelligen Prozentbetrag, wo der durchschnittliche Börsenpreis runterkommen kann. Und ich glaube allerdings, dass das sich gar nicht so stark verändert hat, weil der wesentliche Treiber dafür ist, dass man große Mengen CO2-freien Stroms dann im Netz hat und CO2 ist einfach sehr teuer geworden. Und deswegen alles, was man dort nicht braucht, das sind 60 Millionen Tonnen ungefähr an CO2, die die 6 Kernkraftwerke einsparen könnten. Diese 60 Millionen Tonnen, das ist in einem CO2-Markt, der ungefähr 2 Milliarden Tonnen schwer ist, sind also 3% ungefähr von dem Markt. Und das sind ein Markt, die Ökonomen sagen, sehr inelastisch. Das heißt, da reagiert auch der CO2-Preis für alle ganz erheblich. Also die Einsparungen alleine aus einem Fortbetreiben der deutschen Kernkraftwerke, die noch zurückzuholen sind, wären enorm, gingen in die Milliarden, in die zweistelligen Milliarden mit Bereich. Und das zahlen leider alle europäischen Nachbarn mit. Deswegen sind die auch ein bisschen sauer. So, aber Ihre Frage zielt ja jetzt auch ab auf die Renaissance der Kernkraft. Wir müssen gucken, wie und was wir vergleichen. Wir haben jetzt leider im Kopf die 3, 4 kostentechnisch total aus dem Ruder gelaufenen Projekte in Frankreich, in England, in Finnland und in den USA. Dort kam man auf 6 bis 10 Euro pro Watt oder halt, dass so ein Kernkraftwerk 15 Milliarden gekostet hat, $15 Milliarden in den USA. Und trotzdem ist der Strom, weil man diese Baukosten eben über 60 oder eher 80 Jahre dann abschreiben kann, die Investitionen, ist dann immer noch so im Bereich von ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde. Und das bei heutigen Börsenpreisen von eher 10 bis 15 Cent in Deutschland.
Und wenn man jetzt aber in die Serienproduktion von Kernkraftwerken geht, und das gilt auch für die Großkraftwerke, und zwar nachgewiesenermaßen, dann sinken die Baukosten natürlich ganz erheblich. Und dass es keine graue Theorie ist, haben wir Deutsche zum Beispiel bewiesen, weil wir haben die sogenannten Konvoi-Reaktoren gebaut. Und also das waren die modernsten Kernkraftwerke. Und warum heißen die Konvoi? Weil eben die gleichen Teams wieder und wieder die gleichen Handgriffe gemeinsam unternommen haben. Und die haben sich, wie mir mal so ein Veteran der Kerntechnik auch erzählt hat, alle Vierteljahre zusammengesetzt, mal in einem schönen Berghotel und besprochen, was gut lief, was nicht so gut lief, wo sie es verbessern müssen und was sie verstärken müssen. Und dadurch ist jedes Bauprojekt damals kostengünstiger, schneller und hochwertiger geworden als das Vorgängerprojekt. Und das letzte Kernkraftwerk wurde zu heutigen Kosten ungefähr für 2,50 Euro pro Watt gebaut, also statt 6 heute. Das ist so man kommt einen Faktor 2 runter, einfach durch Erfahrung. Mhm. Dann haben wir noch ein Problem mit der Regulierung. Es ist tatsächlich so, dass viele, oder dass all die Länder, in denen Kernkraftwerke stehen, immer wieder mal Regierungen hatten, die atomkraftfeindlich eingestellt waren. Und zum Beispiel der eingangs erwähnte Jürgen Trittin hat mal ganz offen, vor 2 Jahren hat er das im Fokus sich zitieren lassen damit, wir haben gesagt, dass wir alles tun werden, um die Kernkraft so teuer zu machen, auch über die Regulierung, dass es sich nicht mehr lohnt. Umgekehrt liegt da natürlich auch ein riesen Kostensenkungspotenzial, weil mehr Regulierung heißt nicht mehr Sicherheit, sondern einfach nur mehr Regulierung. Mhm. Ja, Jürgen Trittin wollen wir von hier aus eine fröhliche Rente wünschen. Sie haben vorhin den CO2-Markt, der ist ja relativ neu, sagen wir es mal so, erwähnt. Würde diese Renaissance der Atomkraft auch ohne diesen CO2-Markt, auf dem jetzt Luft gehandelt wird, funktionieren und sinnvoll sein? Ja, unbedingt. Also wenn man sich anschaut, wir brauchen, wenn ich die ganze Welt betrachte, wir haben 3 Milliarden Menschen, die einen ganz guten Zugang zur Energie haben, und wir haben 5 Milliarden Menschen, die keinen guten Zugang zur Energie haben. Und deswegen gibt es auch die großen Wanderungsbewegungen, wo manche Leute sagen, es sei klimatisch bedingt. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass das eben sehr viel mit mit Energiearmut zu tun hat, die dann auch andere Armut treibt. Es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen der Energieverfügbarkeit und dem Wohlstand in einem Land. Das heißt, unsere Aufgabe muss sein, diese 5 Milliarden Menschen in Energiereichtum zu bringen. Und das ist unabhängig von jeder Klimadiskussion. Und da ist wir müssen unseren Energiedurchsatz ungefähr verdreifachen, bis zur Jahrhundertmitte, vielleicht sogar vervierfachen, um all den Menschen, die heute sehr arm sind, auch ein eigentlich menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und Sie wissen auch, dass durch die fossilen Energieträger in den letzten 200 Jahren sich das Leben für die Menschen in fast allen Dimensionen deutlichst verbessert hat. Die Lebenserwartung hat sich verdoppelt seit dem frühen 19. Jahrhundert. Die Literalität, also das Gegenteil von Analphabetismus, hat sich von ungefähr 10% auf über 90% entwickelt. Mehr Menschen leben heute in demokratischen Staaten als damals. Also in quasi jede Dimension, die Sie betrachten, dort haben die Menschen sich verbessert durch die gute Energieverfügbarkeit. Und wir werden diesen Faktor 3 nicht hinbekommen mit fossilen Energieträgern, also ganz unabhängig von jeder Energiedebatte oder Klimadebatte. Wir brauchen dazu die Kernenergie. Und sie hat eben auch noch ganz gewaltige Kostensenkungspotenziale durch Gleichteile, durch Serienfertigung. Sie ist noch nicht so richtig im industriellen Zeitalter angekommen. Auf jeden Fall eine spannende Zukunft. Vielen Dank, Dr. Peters, für diesen Einblick in eine mögliche Energiezukunft mit Atomkraft. Schönen Dank, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ja. Tja, Leute, auch hier, es ist wichtig, immer alle Seiten zu hören, um sich dann eine eigene Meinung überhaupt erst bilden zu können. Und eins ist klar, auch durch die Digitalisierung steigt der Strombedarf weltweit.
und durch E-Mobilität und durch Stromheizungen erst recht. Also da kann man der deutschen Regierung nur einen windigen Sonnenrekord wünschen und das jedes Jahr. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.